bekannteste Künstlerin Vanuatus. Doch wo Juliette Pitta auf dem Inselstaat wohnt, ist gar nicht so einfach herauszubringen. Sie macht nicht gern viel Aufhebens um sich. Dabei haben bereits verschiedene Galerien weltweit mit ihr zusammengearbeitet. Ausstellungen in Paris, Australien, in der Schweiz und in England haben ihre formen- und farbenstarken Bilder gezeigt. Auf dem Bild, das Juliette Pitta für den Weltgebetstag gemalt hat, ist im Zentrum eine Frau zu sehen. Sie beugt sich über ihr Kind, um es vor dem Wirbelsturm zu schützen, der sich hinter ihrem Rücken zusammenbraut. Das Wasser türmt sich dort zu einer riesigen Welle auf, die jeden Moment vernichtend über Mensch und Tier hereinbricht. In Vanuatu sind solche Naturkatastrophen keine Seltenheit. Die kleinen Kreuze auf dem dunklen Erdhügel auf der rechten Bildseite erinnern an die Opfer von Erdbeben, von Tsunamis und Vulkanausbrüchen, besonders an die Menschen, die durch den Zyklon Pam 2015 ums Leben gekommen sind. Menschliches Leben ist gefährdet und auf Schutz und Hilfe angewiesen. Diese Einsicht und Erfahrung kann niederdrücken, so wie die Palme am linken Bildrand vom Sturm niedergedrückt wird. Doch bricht dieser Baum nicht zusammen. Seine Wurzeln im Untergrund geben ihm Halt und Kraft. Diese Wurzeln scheinen mit dem Rock der Frau zusammengewachsen zu sein. Auch sie wirkt trotz ihrer gebeugten Haltung getragen und fest gegründet. Festen Halt im Leben, innere Sicherheit und Stärke wollen auch die Worte des Glaubens geben. Das ist die Nachricht der Frauen aus Vanuatu, die sich mit diesem Bild verbindet. Sie erleben, dass sie ihr Glaube vor dem Fall in bodenlose Sorge oder Angst bewahrt. Aus dem Glauben gewinnen sie immer wieder Selbstbewusstsein und Stärke, um mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen und mit einem weiten Herzen für andere da zu sein.